Guten Morgen, ihr Lieben. Aufgewacht, die Sonne lacht. Ach, ihr seht, ich habe viele, viele neue Tierchen da stehen, die ich übrigens richtig hübsch finde hier. Einmal mit Geweih, einmal ohne, verschiedene Farben, einmal mit Hörnchen. Und auf dem anderen Grundstück, einer ist sogar richtig pummelig. Also da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen. Wie das aussieht, eigentlich ganz süß. Starten wir doch gleich mal mit unserer Runde. Erstmal ein bisschen Erz hacken. Ach, bei dem Erz irritiert mich irgendwie immer, dass ich da nochmal bestätigen muss. Ich denke immer, wenn ich da anklicke, dann hackt es sofort. Aber nein. So klar, dass der wieder zu dem... Nein! Naja, okay, der Walnussbaum. Dass es wieder zu dem Baum geht und nicht zu dem Erz, das ich eigentlich will. So, er hat nichts heute. Da ein Pflaumen... einen Birnenbaum. Der... Ja, okay. Das machen wir später. Zäune aufstellen und so ein Zeug. Dann fangen wir doch mal hier unten an. Ja, ich gebe es zu, ich hätte gerne ein paar Muscheln mal wieder. Aber das ist kein Gefallen, okay? Nur ein Tausch, einfach nur ein Tausch. 0 von 5 Muscheln. Das ist immer so ein bisschen doof. Da muss man immer ein bisschen Glück haben, dass die Muscheln, die er haben will, auch da sind. Aber wir sind mal gute Hoffnung. Oh, da sind wieder ein paar seltenere Pilze. Pilze, ja, weil er gerade Pilz will. Fische. Schon witzig, dass man dann immer das sagt, was man gerade bildlich im Kopf hat. Haben wir schon eine gefunden? Noch keine einzige. Hey, hey, hey. Oh, er will genau so eine Rübe. Da habe ich nur eine einzige. Die scheinen ziemlich selten zu sein. Guck mal, der hier. Der ist so ein richtiger Fettwanst. der will immer noch Brot. Das heißt, die Bürgermeisterin hat heute auch keine Quest. Wenn hier schon Licht ist. So, haben wir jetzt mal... Oh, wir haben endlich wenigstens eine. Die Bürgermeisterin ist glücklich. Ist auch ein besonderer Fisch. Also die sieht man immer in der Form, ob es sozusagen ein Monats- oder Jahreszeitenfisch ist, der da auch. Und wobei jetzt im Mai auch andere Random-Fische, also die häufigen sind. Oh, wir haben mal wieder Post. Oh nein, das sind die Bestellungen. Nein, doch, wir haben Post von Blake. Als Catherine und ich heute Morgen unser Müsli aßen, ließ ich mir deine Fortschritte durch den Kopf gehen. Als du zu uns kamst, warst du ein einfaches Junior-Mitglied der Geistfinder. Keine Feuerstufe, keine guten Taten auf dem Konto. Aber jeder wird mal erwachsen, was? Und genau darum geht es bei diesem Campingausflug. Du lernst die Welt da draußen kennen und dich selbst. Ich bin stolz auf dich. Unabhängig davon, ob du überhaupt noch lebst. Der ist gut. Geistfindermeister Blake. Mal ehrlich. Ich glaube, inzwischen hat er sich damit abgefunden, dass ich hier gestrandet bin. Und denkt sich, naja, ein gutes Lernfeld. Ach, verflixt, ich müsste heute eigentlich auf der ganzen Insel Abholungen erledigen. Könntest du vielleicht ein paar Pakete für mich annehmen? Ja, kann ich natürlich. Dann machen wir gleich hier unten. Heute bin ich voller Inspiration. Würdest du mir helfen und ein paar Materialien für mich sammeln? Oh, warte, wir nehmen da oben das Kraut noch mit. Ne, da war aber nicht viel dran. Aber 2 Deluxe, oh, das gibt wieder Geld. Sehr schön. Es waren nicht nur Uhren und Vogelhäuser.
Als noch Blut durch meine Adern floss, habe ich vielen Projekten meinen Stempel aufgedrückt. Hütten, Pavillons, riesige Statuen von Grizzlybären. Meine Kunden sagten immer das Gleiche. Jeremy, das ist einfach perfekt. Ich frage mich, ob sie das nur gesagt haben, um nett zu sein. Ich frage mich, ob sie das Gleiche gefühlt haben wie ich. Alles schien perfekt, ja, aber irgendwas war immer nicht so ganz richtig. Ich wette, dass eine Menge dieser Werke untergegangen sind. Und das ist gut so. Aber diese Metallherzen sind noch da draußen auf dem Grund. Ich kann sie fühlen. Fühlst du sie auch? Metallherzen, irgendwie erinnere ich mich an so ein Teil, war in der Nähe eines Geräteschuppens hinter etwas. Was bedeutet, wir haben... eine Story-Quest. Ich habe gerade bloß geguckt. Wieso habe ich eigentlich... Ich habe mich gerade gefragt. Ich habe geguckt und mich gefragt. Oh, mein Werkzeug ist kaputt. Warum ich dem jetzt nicht gleich schon sein Holz gegeben habe. Da war ich irgendwie schon so... ich muss jetzt irgendwas was tun. Mein Werkzeug ist kaputt. Ja, komm bitte mal reparieren. Dankeschön. Ein Abzeichen verdient Werkzeugwerkstattmeister. Repariere Standardwerkzeuge. 2000. Super, super, super. Dann gehen wir doch mal ab hier. Unser Holz. Genau das Richtige. Nun, dann lass uns jetzt die Stöcke und Klötze zu dem schnitzen, was sie hätten sein sollen. Oh, ein grünes Obst. Der Rucksack ist mal wieder voll. Wer hätte es gedacht? Das wäre schon schön, wenn man auch den Rucksack irgendwie so ein bisschen noch vergrößern könnte. So um die Hälfte wäre schon cool. Damit man nicht ganz so oft... irgendwas zu verkaufen? Ja, die... Muscheln. Warte. Ich wollte erstmal gucken... Welche Muscheln will er haben? Gewöhnliche. Also müssen wir gewöhnliche drinnen lassen. Oh, selten. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Das ist die eine gewöhnliche, ne? Okay, dann lassen wir die mal drin. Und die zwei machen auch noch. Ja, kriegen wir nämlich schön Geld dafür. So. 7000. Wir können uns bald unser neues Bankfach leisten. Dann würde ich gerne... Nein, wir machen jetzt noch Questrunde und dann können wir dann das Erz auch noch verschaffen. Dann haben wir nämlich da auch wieder Platz. Post haben wir schon. Da haben wir schon einen zum Einfangen. Weißt du was? Ich habe mein Werkzeug schon wieder verlegt. Sag Bescheid, wenn du es findest, ja? Ich versuche das alte Wohnmobil zu reparieren. Das hatten wir auch schon mal. Ich habe übrigens gestern mal tatsächlich versucht, ihm hier so einem, der so ein Herzchen will, mal alle 20 Herzchen hinzulegen. Aber das hat es auch nicht gebracht. Also hinlegen auf dem Boden, weil ich gedacht habe, das Herzchen zuwerfen hat nichts gebracht, also lege ich sie mal vor ihm hin. Nein, ist nichts passiert. Jetzt habe ich mir mal überlegt, vielleicht muss man ihn ja mit einem anderen, also irgendwie mit Herzchen anlocken, zu einem anderen Herzchenwicht. Hab aber dann keinen zweiten gefunden. Irgendwas hat es damit auf sich, was ich noch nicht rausgefunden habe. Ich bin noch am Grübeln. Ich mag noch nicht gerne googeln, weil ich denke, vielleicht kriege ich es noch raus oder vielleicht kriege ich mal einen Tipp durch einen der NPCs. Das könnte ja auch sein. Und da, das hätte ich gerne dann irgendwie schon selber rausgefunden. Das finde ich super. Da müssen wir noch warten. Sie hat heute keine... Oh, aber da ist ein Herzi. So, und der Banker hat heute auch nichts für uns. Oh, na sowas. Haben wir noch irgendjemanden? Bei der Charlotte waren wir, glaube ich, noch nicht. Und dann haben wir, glaube ich, alle durch. Ich hänge. Charlotte...
auf der Insel wird es nachts recht kühl. Ich möchte natürlich nicht, dass die Camper sich erkälten. Das hatten wir auch schon des Öfteren. Oh, vielen Dank. Genau, was ich brauche. Damit haben es unsere Camper kuschelig warm. Oh, was bekommen wir denn da? Ein Rezept. Fass selten Hexe. Du hast eine neue Bauanleitung gelernt. Okay. Und dann verschaffen wir jetzt mal unser Erz. Dann haben wir da wieder Platz. Und dann gucken wir mal nach dem Werkzeug, weil das geht dann auch recht flott. Ein veganes Zopfbrot. Okay. So, Nussmehl, bla bla bla. Habe ich vorhin wieder das Falsche verkauft? Deluxe? Nee, habe ich schon das Richtige. Das ist immer so ein bisschen... Oh, die ganzen Sachen hier. Verschiedene Salate und was bei sich ins Lager legen. Okay, da hätte ich jetzt noch ein bisschen warten können. Erst verbrutzeln. 1, 2, 3 haben wir heute nur. Oder habe ich was übersehen? Ah, ich könnte eigentlich... Ich hätte ja auch noch hier Nussmehl brutzeln können, aber da habe ich auch noch drüben welches. Oh, schon wieder voll. Oh, das wird wieder... Oh, wir können hier einfach ein paar Sachen hier rausschmeißen. Zum Beispiel das Gemüse hier, so... Obst, sorry. Andere Sachen schmeiße ich lieber zur Bäckerin. Oh, unsere Fisale ist jetzt schon wieder leer. Voll. Habe ich doch erst geerntet vor ein paar 2 Tagen. Schaut mal hier, da habe ich nämlich mein ganzes Zeug, was ich bei ihr verschaffen kann. Ja, komm. Das mal weg. Und das verkaufen wir. Und das da muss man auch in die Sammlung packen. Und die anderen Sachen... Ja, sind Sammelitems. Ja, ich glaube, so kommen wir ganz gut über die Runden. Dann fangen wir mal an mit Sachen suchen, ne? Wir sind durch. Dann gucken wir als erstes mal, wo wir den Schraubenschlüssel finden. Bei einem toten Baum. Das müsste dann am Strand sein. Ich wollte nichts aufheben. Nee. Du solltest nichts aufheben. Oh, da haben wir ja schon einen zum Einfangen. Halt. Ein Päckchen. Der Baum wäre hier oder beim Schiff selber. Ist ja nicht 2 Spots. Hier ist nix. Da, guckt mal, da kann ich buddeln. Da hat er sich versteckt. Erstmal wieder weg. Ah, wo bist du? Da, Herzilein. Jetzt. So, das war aber nicht der Schraubenschlüssel. Das heißt, unser... Schraubenschlüssel ist hier sonst noch wo versteckt. Hinter etwas oder buddeln? Ah, Wicht. Okay, ein Wicht, den wir verfolgen müssen. Hier ist aber keiner. Was hast du? Ein Sammlungsteil. Das sieht jetzt ganz anders aus. Neues Design. Oder? Das sah irgendwie anders aus. Aber es gab doch keinen Patch. Zumindest nichts gesehen. 2400 Mützen. Yeah! Es wird, es wird. Wir kriegen heute unser Bankfach.
Yippie-yay. Wo ist denn der Wicht? Wicht, Wicht, Wicht. Bei einem... Oh, hallo Päckchen. Liegt einfach so herum. Ah, dieser tote Baum. Okay. Da ist er. Schraubenschlüssel. Bringen wir gleich zurück. Tja, komm, reden. Ach, das war gar nicht er. Das war er ja gar nicht. Sondern er da hinten. Und da können wir auch noch ein Holz kaufen, ne? Ich möchte etwas kaufen. Ein Holz, bitte. Was haben wir denn sonst noch? Salz. Oh, dann werden wir gleich wieder ärmer, wenn wir hier einkaufen gehen. So, was wollen wir noch? Das... Jo, sieht ganz gut aus. Die anderen Sachen, auf die konzentrieren wir uns, wenn wir mal Hust mehr Geld haben oder Geld übrig. Aber das ist immer ein bisschen schwierig bei mir. So, er hier braucht ihn. Ah, du hast sie gefunden. Vermutlich kriege ich die alte Dame nicht mehr repariert, aber ein Versuch ist es wert. Oh, wieder ein Rezept. Rezept, Rezept. Passt nicht mehr rein in mein Gepäck. Eieieiei. Lauter schöne Sachen. Das ist dann wieder der Vorteil. Wenn man diese Random Quests macht, dass man dann vielleicht doch mal ein gutes Rezept kriegt oder so. Ich habe ein Holz für dich. Lecker. Noch 21 Stück Holz. Ich spüre, dass jemand ein Geisterholz hat. Eins. Mal sehen, wie viele es dann schlussendlich sind. Das packen wir noch weg. Das können wir hier rein. Okay. Gut, was machen wir als nächstes? Wir sammeln als nächstes... Da brauchen wir noch zwei. Such in der Nähe von Festballons. Unter einem Laubhaufen. Dann sammle ich jetzt erstmal Sachen ein. Und wenn ich fertig bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, wir haben alles gefunden. Die Päckchen, also die Muscheln noch nicht. Aber die Muscheln sind ja eine Random Quest. Da ist es nicht so schlimm. Den Text hatten wir ja dann schon mal. Das ist nicht so schlimm, wenn ihr das jetzt nicht mitbekommt. Und die Päckchen natürlich auch. Du bist wirklich ein Naturtalent. Wenn ich mal nicht mehr bin. Ja, das wissen wir schon. Und dann geben wir die Herzelis noch ab. Da hüpfen die Münzen. Oh, eine nur. Nein, da oben ist noch eine. Das war ein bisschen spärlich, oder? Am meisten gibt es immer hier von ihr hier. Von der Schnitzerin. Wer will denn die Herzlis? Wieso hat er kein Ausrufezeichen? Was fehlt noch? Hä? Gut gemacht! Entsorgen wir jetzt die Herzen. Ja, ich werde sie für dich in Barren umwandeln. Eins, zwei, drei, vier. Auf diesen ist eine Tatze gezeichnet. So winzig. Von meinem Sohn? Ich hatte eine Familie. Wie konnte ich das vergessen? Ich sag doch, irgendwie kristallisiert sich raus, dass jeder von denen irgendwie seine Familie vergessen hat. So im Endeffekt haben alle irgendwie vor lauter Arbeiten, glaube ich, oder für ihre Passion und, immer ihre Familie vergessen, habe ich das Gefühl. Also irgendwie alle fast. Naja, wir werden es noch herausfinden. Dann kriegt ihr jetzt noch sein Holz mehr. Noch 20 Stück, dann bin ich voll. Spüre hier für heute keine Geisterhölzer mehr. Wir sollten morgen wiederkommen. Ja, dann war's das. Und wir haben leider wieder kein Foto bekommen.
Die Muscheln mache ich noch, das ist random, aber das muss ich nicht aufzeichnen, denke ich, weil wir das früher schon mal hatten als Quest. Und alle anderen Fleißarbeiten mache ich natürlich auch so. Dann danke ich euch fürs Zusehen heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder und sind gespannt, wie es hier weitergeht und was wir Neues finden werden. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eine Seerosentreppe. Oh, da freut sie sich. Da wir jetzt 100.000 Goldmützen zusammen haben, kaufe ich jetzt mein Bankfach. Ich kann nicht länger warten. Mein Zelt verbessern. Fühlst du dich eingeengt? Oh ja, sehr. Ich kann dein Zelt mit 16 zusätzlichen Lagerplätzen erweitern. Das würde 100.000 alte Münzen kosten. Hört sich gut an. Bitte sehr. Ich bin sehr gespannt, was sich verändert. Wir haben also eine Kiste und ein eher normales Zelt. Okay, wir haben ein normales Zelt mit etwas mehr Kisten drumherum. Oh, was für ein wunderschönes neues Zelt. Zelt auf Stufe 6 verbessert. Juhu, wir können wieder Sachen lagern. Ich glaube, ich werde vor allem jetzt wieder so Speisen einlagern, aber also ich sehe schon, es sind bestimmt mehr als 16 Plätze dann gleich wieder voll. Juhu. Zum Beispiel das da und ich hätte gerne diese Dinge hier auch da drin und das und das und das sowieso. Die anderen Sachen sind, ja komm, das Erz auch. Erstmal nicht so wichtig. Okay. Und ich bin schon wieder weg. Danke.